So, Freunde, das nächste Schlachtfest steht an. Ja, das sind die neuesten Kandidaten in diesem Schlachtfest. Wir machen mal kurz einen Rundflug. Das sind also die Modelle, die jetzt im Schnelldurchlauf zerlegt werden. Dann haben wir hier einen 1er BMW M Coupé von GT Spirit mit schweren Transportschaden. Hier drunter haben wir einen Cadillac, der hat auch einen schweren Transportschaden, hinten alles kaputt. Deswegen wird er auch zerlegt. Dann haben wir einen Bugatti EB110. Da wird nur Kleinigkeiten abgemacht, der Rest geht in die Restekiste. Entschuldigung. Bin ich ein bisschen entglitten. Ein Mercedes ML von Maestro. Eine Cobra von Grove Signatures. Ein Mercedes 280 SL von Noref. Und wieder ein Mercedes. Diesmal ein SLK von Maestro. Eine Viper, Dodge Viper GTSR von Maestro. Dann haben wir hier ein Porsche 996 RS, glaube ich, oder so. Turbo, keine Ahnung. Von Noref. BMW 850 CSI von Revell. Und zu guter Letzt ein Ford Capri 1 von Minichamps. Der ist schon fast komplett zerlegt. Also das wird ein kurzes, schmerzloses Video werden. Da werden jetzt nur noch so ein paar Kleinigkeiten abgemacht. Ja, mehr ist ja auch nicht mehr dran, ne? Das ist ja schon eine blanke Rohkoroste, schon fast. Teile liegen bei. So, also freut euch auf eine schöne bunte Mischung. Viele Mercedes, ne? Eins, zwei, drei Mercedes. Oh, krass. Nicht schlecht. Und zwei Resin-Modelle. Da, und ja, gut, der Bugatti von Burago ist jetzt nicht der Burner, ne? Aber ich habe nicht mehr so viele Teile online und deswegen muss was getan werden. So, wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ansonsten, die Modelle kommen jetzt in Schnelldurchlauf. Durch die Verwurstung hier auf der Schlachtbank. Und die Teile kommen dann in den nächsten Tagen online. Es wird noch mehr Schlachtfeste geben. Schlachtorgie mache ich jetzt nicht mehr. Das war zu anstrengend. Das nächste Schlachtfest habe ich dann auch schon wieder fertig. Da stehen wieder 9 Modelle schon parat. Das 10. ist noch oben auf der Werkbank. Auf dem Packtisch besser gesagt. Und es wird interessant werden. Also die nächste Mischung ist auch ganz krass. Viele Amis und VWs und BMWs und Mercedes, alles ist dabei. Richtige krasse bunte Mischung. Nur irgendwie komischerweise selten japanische Modelle bei. Ja, die gibt es halt auch als Modellauto halt nicht oft. Ne, das ist das Problem. So, genug geschwafelt. Wir fangen an. Es wird eine lange Schlachtnacht, Schlachtfest geben. Bis dann. So, Freunde, willkommen beim Schlachtfest. Schlachtfest heißt ja immer dann, falls ihr das zum ersten Mal guckt, Modellautos zerlegen in Schnelldurchlauf, ohne viel halt Gelaber, also ohne viel zu zeigen. Ja, das Gelaber bleibt nicht aus, aber naja. Auf jeden Fall, es geht jetzt hier ratzfatz, ich werde mich beeilen. Und es ist halt nicht so halt detailliert wie in den Schlachtnächten halt, ne? Die Steigerung habt ihr ja beim letzten Mal kennengelernt, das war die Schlachtorgie, aber das war ein bisschen extremst anstrengend für mich. Für euch war das nur eine Stunde 25 Minuten gucken, ne? Aber für mich war das 3 Stunden Arbeit. Wahnsinn, ne? Ja, für euch nur eine Stunde, für mich 3 Stunden. Das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und danach noch alle Teile online setzen, boah, das hat geballert. So, der BMW 850 CSI von Revell, der jetzt hier vor mir liegt. Und ich den gerade auch zerlege, ist ein sehr beliebtes Modellauto. Der geht immer. Aber der ist jetzt preislich nicht so extrem hoch angesiedelt. Der bewegt sich hier so im Schnitt so um die 30 €, je nachdem wie der Zustand ist. Original verpackte Modellautos bringen auch manchmal deutlich mehr, aber die sind immer noch unter 100 €. Einige versuchen natürlich immer noch mehr zu bekommen. Ist aber fast unmöglich, sage ich euch ganz ehrlich, weil es gibt halt ganz viele davon auf dem Markt, auch wenn die Zinkpest viele davon hingerafft hat. Aber wie gesagt, es gibt viele. Und eine Zeit lang habe ich sogar viele restauriert und den Original BMW-Lacken umlackiert. Das war cool, weil ich so viele Teile hatte. Insgesamt habe ich, glaube ich, 4 Modellautos restauriert von Revell. Einer war braun, einer war schwarz, also anthrazitfarben. Einer war grün. Oh, weiß ich nicht mehr. Coole Felgen, ne?
wie staubig der von innen ist. Meine Fresse, wie viel Staub da rauskommt. So, das sollte eigentlich ein Schnelldurchlauf werden. Insgesamt sind es 11 Modellautos, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? 10? 11, aha. So. So, wenn ihr die Innenausstattung abmachen wollt, dann müsst ihr erstmal die vorderen Sitze abmachen, weil da unten drunter verbergen sich nämlich die Schrauben. Ich glaube, von dem CSI habe ich sowieso noch ein komplettes Video online. Ist schon ein bisschen älter, aber ich hab's. Man sollte erstmal den Motor rausnehmen. Keine gute, ne? Wohlgemerkt. Boden, wie sieht der aus? Nichts abgebrochen? Nee. Alles klar, weiter geht's. Thinkpass hat das Modell meistens an den Scheinwerfern oder an den Scharnieren, manchmal auch an der ganzen Karosse. Das ist echt unterschiedlich. Aber meistens aber die Scheinwerfer, ganz komischerweise. So, Armaturenbrett, schön schwarz, passt gut mit dem Gelb zusammen. Der hat keine Zinkpest. Also bis jetzt sehe ich keine Zinkpest. Und trotzdem wird er zäh. Das habe ich auch schon mal gehabt. Das ein Modell. Also ein 58 CI, glaube ich, war das sogar. In lila. Der war soweit in Ordnung. Der hatte keine Mängel gehabt, ne? Nur das Kofferraumdeckelscharnier hatte Zinkpest gehabt. Das war krass. Weil damit habe ich nämlich voll nicht gerechnet. Oh Gott, geht doch ab. Die Schraube sitzt sehr schwer. Gern gekauft sind natürlich die Spiegel von dem Modell, die Felgen und die Rücklichter. Das sind die gängigsten Teile von dem Modell. Mein Gott, was haben die mit der Schraube denn gemacht, ey? Hier, diese Reflektoren werden gern gekauft. Und hier hatte einer versucht, mal das 850 CSI Zeichen wegzumachen. Ich sehe gerade, das Video geht schon wieder über 5 Minuten. Eigentlich sollte das kürzer werden, das Video. Und hier wurde... So. Und Lichter. Ja gut, die Einführung, ne? In die Schlacht. Fest. Hat ein paar Minuten gedauert. So, jetzt noch die Scheinwerfer, die Nieren und das schöne Modell ist Geschichte. Oh, hier, der hat eine andere Schraube hier hinbekommen. Dieser Scheinwerfer wurde anscheinend schon mal ausgetauscht. Keine Originalschraube. Die Originalschraube ist nämlich mit Gelb lackiert. Die ist aber kupferfarbend. Ja, das ist kupferfarbend, aber nicht in der Farbe wie das Modell. So, das war's. Die Rohkarosse darf weiterleben. Oh, die Blinker noch.
Das war's. Schönes Modell. Hält seinen Wert, aber steigen tut er nicht mehr. Es gibt ja auch gute Alternativen, halt von Otto zum Beispiel. Die haben auch ein schönes Modell davon rausgebracht. Geht aber leider nichts auf. Ne? Das ist ein Haken. Hier geht alles auf. Schönes Modell. Aber achtet bitte auf Zinkbiss. Wie gesagt, Scheinwerfer, Türen, Motorhaube, Kofferraum, Deckel, Scharniere. Das sind so die typischen Stellen für die Zinkpest. Danke fürs Zugucken, es geht weiter. So Freunde, es geht weiter. Das nächste Modell steht jetzt auf der Schlachtbank. Es ist der SLK von Maestro. Eigentlich habe ich genug Teile noch von diesem Modell online. Aber ich habe auch noch verdammt viele Modelle hinten auf dem Schrottplatz und ich muss jetzt immer ein bisschen Bestand abbauen von den ganzen SLKs und deswegen wird dieser hier zerlegt. Ja, preislich bewegt sich dieses Modell im unteren Segment. Selbst original verpackte Modelle kosten kaum mehr wie 10 Euro, 15 Euro. Und eigentlich ist es schade. Eigentlich ist es ein cooles Modellauto. Man kann alles öffnen. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal mit Variodach und einmal ohne Variodach. Das ist jetzt die Variante mit Variodach, wie ihr eben gesehen habt. Es gibt aber auch welche, die haben keins. Ne? Hier fehlt auch noch das Teil hier. Ein Scheinwischer ist auch noch abgebrochen. Boah, das Ding ist ein Wrack. Spiegel fehlt. Kofferraumdeckel geht auf. Türen gehen auf. Motorhaube geht auf. Aber leider ist dieses Modell auch schon stark in die Jahre gekommen. Er hat überall Gebrauchsspuren. Die Windschutzscheibe hat feine Kratzer. Was ja leider in den über 20 Jahren, was das Modellauto schon auf dem Buckel hat, nichts Ungewöhnliches. Gut, die Felgen sehen ATU-mäßig aus, ne? Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Aber damals in den 90er Jahren war das schon ein cooles Auto. Inzwischen wird der SLK nicht mehr gebaut. Am Ende hieß er ja noch SLC. Die Produktion ist ja eingestellt worden, weil die Nachfrage nach kleinen Cabrios anscheinend stark eingebrochen ist. Und sich die Entwicklung eines neuen Modells sich nicht mehr gelohnt hat. Oh, da ist der Spiegel. Cool. Vielleicht finde ich auch noch Gold hier drin. Ja, auch cool, dass er so einen ganzen Motorblock hat, ne? Das ist ja auch nicht mehr so alltäglich. Und die Innenausstattung mit Gurte sogar. Cool, ne? Zweifarbig, mehrfarbig, also perfekt. Perfekt. UT hat den ja auch rausgebracht als AMG. Auch cool aus. Habe ich sogar noch nicht mal allzu lange Zeit mal einen zerlegt sogar. Müsste, glaube ich, sogar noch ein Video geben, gelb oder blau oder so, keine Ahnung, oder rot. Auf jeden Fall gibt es mehrere Farben. Maestro hat dieses Modellauto in... oh, der Scheinwischer war ja gar nicht abgebrochen. In gelb, glaube ich, sogar noch mit rausgebracht und in so ein komisches dunkelrot. So. Aber ich denke mal, Silber war das beliebteste. War fast, wenn man überlegt, wie viele SLKs draußen rumfuhren, die waren fast alle Silber. Also ich habe ganz selten andere Farben gesehen beim SLK. Schwarz oder Anthrazit hat man auch noch ab und zu mal gesehen. Mein Nachbar hatte so einen Anthrazitfarbenen gehabt. Der war aber auch sehr rostig. Variodach sogar mit Funktion. Cool, ne? Ist auch selten. Kofferraumdeckel. Keine Schäden? Nein. Die Rohkarosse selber, die geht in die Schrottpresse. Die wird nicht mehr verkauft. Die Windschutzscheibe geht auch weg. Die ist auch schon leider schon zu stark zerkratzt. Tja, so.
4 Minuten schon wieder, ey, meine Güte, ey. Die Zeit fliegt. Das war's. Dann Scheinwerfer noch rauspulen. So. Jetzt geht die Schraubpresse. Das war Video Nummer 2. So, es geht heftig weiter. Der Porsche 996 Turbo von Noref steht jetzt hier auf der Schlachtbank. Ihr fragt euch definitiv, warum hat er kein eigenes Video bekommen? Ganz einfach, ich glaube, ich habe schon mal ein Video von dem gemacht, als Wing Police und als GT3 RS in Grau oder irgendwie sowas. Und in Gelb, glaube ich, auch schon mal, keine Ahnung. Und des Weiteren, dieses Modell ist schon teilzerlegt. Seht ihr? Hier fehlt auch schon Rücklicht, eine Türe fehlt. Also hier fehlen schon mehrere Teile. Innenausstattung ist schon lose. Und deswegen wäre das ein sehr kurzes eigenes Video und dementsprechend ist er jetzt hier auf die Schlachtfest gelandet. So, ich fange auch direkt an zu zerlegen. Eine verdammt schöne Innenausstattung mit Gurte sogar. Hinten auf jeden Fall, vorne auch, cool. Sehr schön. Aber ich meine, war da nicht ein Porsche-Zeichen hier drauf? Und hier scheint irgendwas mal ausgelaufen zu sein. Wahrscheinlich Kleber. Oh, der Unterboden ist Schrott. Defekt, defekt. So, preislich ist dieses Modellauto im oberen Mittelkreis unterwegs, Mittelfeld unterwegs. Das heißt so im Schnitt so zwischen 40 und 80 Euro. Coole Felgen, ne? Komplett zerstört der Unterboden. Auspuff ist auch defekt. Zack. Und Spiegel. Na, ein Spiegel fällt auf den Boden. Ey. Aber Gott sei Dank sehe ich, wo der ist. So. Die Tür habe ich ausgebaut und verkauft. So. Boah, es zieht fest. Ich versuche gerade die Kofferraumdeckel abzumachen. Oh, da ist sogar noch die Transportsicherung dran. So, und das Schöne an dem Modell ist auch, man kann die Stoßstangen hinten abmontieren. Yeah, weiß nicht warum, aber yeah. So. Stoßstange hinten, auch hier Transportsicherung. Ach guck mal, das fehlende Rücklicht. Ne, nicht das fehlende Rücklicht. So, die Stoßstange. Der Motor. Oh Gott, was ein armseliger Motor, ne? Für so ein Modellauto, so ein armseliger Motor. So, es müssten eigentlich alle Schrauben gelöst sein. Den Rest kann man, glaube ich, so abmachen. Schöner Spoiler, ne? Seitenscheiben.
Ach, hier ist noch eine Schraube. Das Armaturenbrettchen. Cool, das Armaturenbrettchen mit Navi allem drum und dran. Auch hier mit dem Porsche-Emblem mittendrin. Perfekt. Ich sehe gerade, dass die Scheinwerfer festgenietet sind. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. So, Tür. Wie ist der Lackzustand? Noch verwertbar aus. Oh, hier wurde schon mal nachgearbeitet. Dieser Scheinwerfer ist nicht original drin. Boah. So, noch ein Scheinwerfer. Nummernschild. Himmel. Auch hier wurde geklebt, was das Zeug hält. So, die kleinen Seitenblinker, die gehen immer gern verloren. So, die hier, die vorne am Kotflügel dran sind, die hier. Ja. Hey, voilà, fertig. Ob der jetzt in die Schrottpresse geht, denke ich mal nicht. Vom Lack her ist er noch ganz gut. Teile gehen gleich online und es wartet noch ein ganzen Batzen voller Modelle auf euch. So, es geht zügig weiter und wir haben hier die gute alte Cobra von der Road Signature Shoes hier. Wahrscheinlich hatte jeder dieses Modellauto schon mal gehabt. Es gibt unfassbar viele davon auf dem Markt und es kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Also Cobras wird es wahrscheinlich auf dem Modellautomarkt niemals mangeln. Nie. Ich glaube, inzwischen hat auch sogar Solido jetzt eine Cobra rausgebracht. Ich frage mich echt, wohin das so führt, ey. Auto World hat ja auch eine Cobra rausgebracht, die von Elvis. Wobei, das ist ja mal ein bisschen was anderes. Aber das Solido, die jetzt auch noch rausgebracht hat, das ist echt too much. So, wie ihr merkt, mache ich hier gerade ohne groß was zu zeigen weiter. Das liegt daran, weil Arsch voll Arbeit. Da stehen noch ganz viele Autos auf die Schlachtung. Gut, die Cobra von World Signatures, die ist jetzt nicht so wirklich Gold wert, ne? Es gibt sie in zig Millionen Farben. Ich glaube, in jeder erdenklichen Farbe gibt es die von World Signatures. Preislich liegt die so zwischen 5 bis 20 Euro. 20 Euro sind sie meistens dann aber auch schon original verpackt und so gut wie neu. Manchmal auch ein bisschen mehr wie 20 Euro. 25, maximal 30, aber an eurer Stelle würde ich bei 20 Euro aufhören. Das ist da einfach nicht mehr wert. Dafür gibt es halt bessere Hersteller, ne? Der von Autoworld ist zum Beispiel cool. Der Elvis. Den habe ich auch schon zerlegt. Da gibt es auch ein Video von. Die Rocorosse geht in die Schrottpresse. Weil die ist nicht so wirklich gefragt. Und ja, die Farbe ist halt doof. Ne? Silber ist jetzt nicht so...
die beliebteste Cobra-Farbe. Die beliebteste Cobra-Farbe ist meistens immer blau. Ja, ist mal. Blau oder rot ist so die beliebteste Farbe. Chrom ist schlecht. So, jetzt können wir uns schon an das Kleinzeug dran machen. Oh, guck mal, was eine dreckige Innenausstattung. Wo ist mein Pinsel? Guck mal, wie viel Staub. Irgendwie sind die sehr staubig heute, die Autos. Auch schön, hier ist der Schaltknopf noch dran und die Gas, der Feuerlöscher ist auch noch drin. Das fehlt oft bei diesen Modellen. Ein cooler Motor, ne? Cooler Motor für kleines Geld. Schön, fettes Teil. Und einer meiner Lieblingsfelgen, ne? Cobra-Felgen. Boah, ich liebe die Felgen. Gefragt sind meistens immer der Überrollbügel, die Felgen und die Stoßstangen von dem Modell hier. So. Nummernschild, ganz wichtig. Emblem. Tankdeckel kriege ich von innen nicht rausgedrückt. Rücklichter auch nicht. Motorhaubenverschluss sind auch wichtig. Die gehen ja auch so schnell kaputt, diese kleinen Mistdinger. Das vergisst jetzt nicht ab. Oh nein. Mir ist ein Emblem weggetitscht. Juhu, gefunden. Oh. Sogar noch ein guter Zustand. Meistens Embleme sind durch Waschen und Polieren nämlich flöten gegangen und deswegen werden die auch oft gekauft. Weil dann der ganze Schriftzug hier drin ist dann flöten gegangen. So, wir sind auch schon fast fertig mit dem Modell. Stoßstangen vorne gehen auch ohne Probleme ab. Tankdeckel. Kofferraumdeckelgriff. Blinker. Noch ein Blinker. Das versuche ich auch die Rücklichter abzumachen. Und dann ist das Modellauto auch schon Geschichte. Sieht schlecht aus, Freunde. Kein Bock mehr. Ha, das ging ab. Kein Bock mehr und zack ging es ab. Noch einer. Geht doch.
Na komm, letztes Rücklicht. Komm, hör's. Boah, Alter, was bist du für ein verkacktes Rücklicht? Jetzt geht ab. So, alles abmontiert. Das Emblem hier vorne noch eigentlich. Ja. Von innen kommt man nicht dran. Aha, wurde auch schon geklebt. So, das war's. Cobra Rot World Signatures erfolgreich verwertet. Phew. So, weiter geht's. 2, 4, 6, 7 Autos noch. So, es geht knallhart weiter. Der nächste Kandidat ist die Dodge Viper GTS-R von Maestro. Ein sehr cooles Modellauto. Und dieses Modell ist leider ein bisschen verbastelt. Der hat nämlich andere Felgen drauf bekommen. So komische Chromies. Ja, und er ist auch mal wieder verstaubt von innen. Meine Fresse, was haben die Leute mit dem Staub? Ey? Okay, dieses Modellauto steht jetzt auch ein bisschen länger schon bei mir. Aber bei mir gibt es eigentlich nicht so viel Staub. Also der Unterboden ist auf jeden Fall schon mal Schrott. Ach komm, geht doch schon ab, ey. Mein Gott, einen Kilometer weit reingedreht oder was? Aber wenigstens halbwegs geschmackvolle Chromis, ne? Ja. Nicht so ganz so schlimm wie die anderen. So, weg mit euch. So, jetzt gehe ich hier mit dem Akkuschrauber ran, weil hier ist ja eh alles verwurstet. Preislich ist dieses Modellauto im unteren Segment unterwegs, typisch meist nur halt, ne? Das heißt, der ist so, ja, im Schnitt bewegt er sich so zwischen 10 und 20 Euro. Mit Originalverpackung sogar. Na komm, Auspuff, du wirst eh nicht gebraucht. Komisch, ne? Die weiße Farbe bei Modellautos ist nicht so eine gute Farbe. Hier verfärbt sich auch schon so langsam der Spoiler. Aber noch geht's. Ach, die vordere Stoßstange stirbt. Ach. Cool, ne? Die komplette Front. So. Der Motor ist immer das Geilste an der Viper, ne? Siehst du Staub? Staub über Staub mit Staub. Oh, keine Gurte? Krass. Meiste Modellauto ohne Gurte. Weg. Aber der Motor ist immer geil gewesen von der Viper, ey. Cooles Teil. Komplettes Heck. Auch hier auf Staub, ey. Mein Gott. Ich weiß, warum ich die ganze Zeit den Pinsel festhalte. Die Rokorosse geht in die Schrottpresse, weil Viper Rokorossen eigentlich nahezu gar nicht gefragt sind, außer die von AutoArt. Aber die AutoArt Viper ist ja auch keine RT10. Also sie nicht die erste Generation, sondern die zweite Generation. So. Die auch cool ist. Windschutzscheibe. Hat
natürlich jetzt so viele Teile wie möglich abbauen, damit die Schrottpresse weniger zu tun hat. Der Rest geht nämlich auf Altmetall nach dem Schrottpressen. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sage, ich glaube, es wird diesmal keine Schrottpresse geben, weil es inzwischen einfach schon zu viel ist. So. Das könnte jetzt ein bisschen knifflig werden. Weg. Ja, jetzt nur noch der Spoiler. Hey, Abisa. Fertig. Das geht in die Schrottpresse, sofern die Schrottpresse dieses Mal gibt. Und das geht in den Verkauf. Ja, wieder zusammenbauen ist kniffliger wie zu zerlegen. Also, es macht keinen Spaß. Danke fürs Zugucken. So, schön, dass ihr immer noch weiter guckt. Der nächste Kandidat ist der Cadillac 75, Series 75. Hersteller BOS, Baujahr 67. Ein sehr imposantes Modell, was auch leider total zerstört hier angekommen ist. Also nicht bei mir, sondern in Europa. Alles kaputt. Alles weg. Ja, hier kann ich leider nicht mehr viel retten. Da kann ich jetzt wahrscheinlich noch die Stoßstangen, Felgen, Scheiben, Scheinwischer und Scheinwerfer ausbauen. Dann war es das auch schon. Der Rest ist ja alles platt. Ja, aber wenn ihr ein vollständiges Video sehen wollt von diesem Modell, dann guckt in meinen alten Videos. Da müsste noch eins drin sein. Der war, glaube ich, damals nicht so stark beschädigt wie dieser hier. Hui, ein sehr imposantes Modell. Sehr schönes Modell auf jeden Fall. Schade, dass er so kaputt gegangen ist. Und die Türgriffe sehen auch noch ganz gut aus. So. Zack. Preislich ist dieses Modell im oberen Segment unterwegs, wo ich ganz ehrlich aber sage, so gut ist er nicht, dass er diesem Preis gerechtfertigt wird. Preislich liegt er bei über 100 Euro. Meistens so um die 120, 130. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist der eigentlich nicht wert, weil der ist schon ziemlich primitiv gemacht. Keine Gurte drin, Unterboden ist blank und hier, guck, der blanke Unterboden. Und der Auspuff ist einfach nur so ein Stückchen in der Mitte. Aber dafür ist die Limitierung ganz gut, nämlich 300 Stück, das ist wenig. Und er hat die Nummer 208 von 300. Oh mein Gott, das geht auch noch die Stoßstange vorne kaputt. Ah. Da werde ich aber langsam zickig. Die Stoßstange vorne war eigentlich mir ziemlich wichtig, weil die halt oft kaputt geht. Den gibt es, glaube ich, auch inzwischen in einer neuen Farbe. Anthrazit oder schwarz, irgendwie sowas. Na, jetzt ist der blau, dunkelblau Metallic. Aber ich meine, es gibt den noch in anderen Farben. Schon. Na komm schon, ja. Die hohe Rosse geht in den Schrott. So.
Felgen sind ganz cool geworden, ne? Mit so kleinen Cadillacs-Zeichen sogar drauf. Oh, der Unterboden ist Schrott. Weg damit. Türverkleidung. Schönes Armaturenbrett, ne? Man kann sogar die Geschwindigkeit ablesen. 120 Meilen. Cool. Oh, die Scheibe klebt auch gut, ey. Die Windschutzscheibe. Türscheibe. Ich beeile mich gerade, weil ich wirklich unglaublich viel Arbeit habe. Obwohl das geht. 5 Autos noch. Langsam geht es. Aber cool sind auch diese kleinen Embleme hier an den Seiten und so. Da ist, hier steht auch nochmal Cadillac drauf. Das sind so coole kleine Details, finde ich. So, jetzt kommen wir mir zur blöden Stoßstange. Ja, war ja klar, dass die jetzt hier kaputt geht. Komplett kaputt geht, ey. Boah, das gibt's doch nicht, ne? Ärgerlich. Wenigstens muss ich jetzt bei den Scheinwerfern keine Rücksicht nehmen, weil die Koross ist ja eh Schrott. Tja. Boah. Okay. Geshoppt, nenne ich das jetzt mal. Ich versuche gerade irgendwie an den Scheinwerfer ranzukommen. Nee. Kann man vergessen. Scheinwerferglas kann ich vielleicht ausbauen. Aber den ganzen Scheinwerfer geht leider nicht. Der ist zu tief in der Karosse drin. So, das war's. Müll. Oh, hier ist noch eine Türverkleidung. Wo ist die andere? Weg damit. So, das war's. Der Cadillac ist vernichtet oder zerlegt. Ein paar Teile konnte ich noch von dem Wrack retten. Der Rest geht in den Schrott. So, und es gibt noch 5 Autos noch. So, schön, dass ihr immer noch dran seid. Es geht nämlich weiter und das ist mein, glaube ich, nach ihm noch 4 Modelle, dann ist Feierabend. So, dieser Mercedes 350 ML von Maestro ist eigentlich ein ziemlich gutes, gelungenes Modell. Der jetzt kam hier, wurde schon als Teilespender verwendet. Moment. Und ja, warum der eigentlich ursprünglich mal auf dem Schrott gelandet ist, weiß ich gar nicht. Kann ich nicht mal nachvollziehen. So. Der steht schon eine Ewigkeit bei mir. Ich selber habe, glaube ich, mal die vordere Achse verkauft von dem Auto und den Spiegel. Yep. Ja. Ja, preislich ist dieses Modellauto im unteren Segment unterwegs. Meistens so, ja, um die 10 Euro herum. Mehr eigentlich nicht. 15 Euro manchmal mit Originalverpackung, 20. Mit viel Glück auf dem Trönemarkt vielleicht noch. Also richtig wertvoll ist er nicht, weil es gibt es halt, einfach zu oft, ne? Er ist nicht selten. Er ist einfach nicht selten. Und das ist sein Problem. Motorhaube und vordere Türen gehen auf. Kofferraumdeckel und die Türen hinten gehen leider nicht auf. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich für ein Maestro-Modell, wo eigentlich bei Maestro eigentlich fast immer alles aufgeht. Und auch fraglich ist, warum die beim ML nicht die hintere Türen aufgemacht haben. Beim CLS oder der S-Klasse, beim CLS haben sie es ja ausschließlich gemacht. Aber hier komischerweise nicht.
So. Ach, Motor fehlt auch schon. Also, der obere Teil vom Motor fehlt schon. Mein Bruder hatte genau so einen gehabt. Nur bei ihm war alles in Wagenfarbe. Die Leisten waren Wagenfarbe, Stoßstangen und Türgriffen waren alle bei ihm Wagenfarbe. Hier sind sie komischerweise nicht. Das ist wahrscheinlich die billige Variante. Und ich frage mich auch, warum bis heute keiner den ML als Jurassic Park Auto rausgebracht hat. Nein, 1:18. In 1:24, meine ich, gibt es den ja von Jana Toys, meine ich. Aber in 1:18 nicht. Es gibt ja auch die AMG-Version. Die hat der Maestro auch rausgebracht. Und die ist gut. Die könnt ihr gut verkaufen. Da gehen die Modelle auch für deutlich mehr Geld weg. Also das heißt, also was heißt deutlich mehr Geld? Aber dafür kriegt ihr locker noch 20, 30 Euro noch. Mit Verpackung, ne? Ohne Verpackung vielleicht 15, 20. Je nachdem, wie ihr Glück habt. Kommt nämlich einer um die Ecke, der das Auto auch in echt hat. Der wird bezahlt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Alle anderen, die den nicht unbedingt brauchen, die geben da meistens auch nicht viel mehr Geld aus. Komm schon, Scheibischer. Und wir sind auch schon fast fertig mit dem Modell, ne? Dachrelinge, die sind auch sehr gefragt. Komisch. Die werden aber meistens mal für andere Modellautos genommen. Weil die halt kostgünstig sind. Kosten, glaube ich, beim ML um die 2-3 Euro. Bei anderen Modellautos, die sagen wir mal so von Kyosho sind oder irgendwie sowas, so Mini-Champs, da kosten so Dachrelinge auch schon mal 5-6 Euro. So. Auch schon fast fertig, ne? Schwiller dran. So. Türgriffe. Eins. Guck mal, der hat ja so viele Kleinteile, ne? Fällt mir gerade so auf. Die Rohkarosse geht natürlich in die Schrottpresse, also die wird sich wahrscheinlich keiner mehr zulegen. Türverkleidung weg. So. Normalerweise würde ich jetzt auch die Leisten abmachen und so ein Gedönse. Aber die mache ich nicht ab. Weil ich bis jetzt noch nie die Leisten eines MLs verkauft bekommen habe. So. Und ich will auch nicht, dass dieses Video jetzt wieder so ein endloses Video wird. Komm, da geht jetzt der Türgriff kaputt. Unglaublich, ey. Naja, das war's für den ML. Der geht in die Schrottpresse. Teile gehen online. Und dann geht's auch weiter. Es kommt noch ein Mercedes, ein BMW, ein Bugatti und ein Ford. Also es wird interessant. So, es geht zügig weiter wie immer. Und der nächste Kandidat muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist einer der millionenfachsten hergestelltesten Modellautos aller Zeiten. Nämlich der Bugatti Typ 59 oder was? 57? 59. Von Burago. Es ist so ein unfassbar... Einfach unglaublich viel. Und meistens kommen sie immer wegen den gleichen Sachen auf den Schrott. Ersatzrad abgebrochen. Windschutzscheibe fehlt. Spiegel fehlt.
oder ein Rad ist abgebrochen. Deswegen wird es bei diesem Modell auch so sein, dass ich den kompletten Unterboden so lasse. So, die Nachfrage nach diesem kompletten Unterboden ist sehr hoch. Weil die Leute müssen dann einfach nur noch die zwei Schrauben wechseln und fertig. So, das war's. Ja, hier einfach nur die beiden Schröppchen wechseln und dann freut sich der neue Besitzer über ein wieder intaktes Modellauto. Scheinwerfer sind auch immer gefragt. Die werden aber auch gerne einmal als Zusatzscheinwerfer für Rallye-Autos und sowas genommen. So. Wir sind auch schon fast fertig mit dem Modell. So. Das ist wichtig, weil der bricht immer so gern ab. Ihr habt ihr bestimmt schon auf dem Trödelmarkt gesehen. Oder sonst bei eBay oder irgendwie so ganz viele, wo das Ersatzrad abgebrochen ist. Und die Leute schreiben dann trotzdem guter Zustand hin. Oder augenscheinlich was fehlt, ne? So, ein Gurt. Zweiter Gurt. Auch der Auspuff ist cool eigentlich. Guck, wir sind auch schon fast fertig, ne? Die Scheiben, ne, die fehlen so oft bei dem Modell. So. So schnell geht das. 2,5 Minuten. Fertig zerlegt. Ja, preislich bewegt er sich zwischen 0 Euro und 15 Euro, wobei 15 Euro schon original verpackte Modelle sind. Es gibt sie in allen möglichen Farben, in Gelb, in Silber, in, was gab's, da gab's noch eine bekloppte Farben, Grün gab's, da glaube ich auch noch, Blau natürlich. Auf jeden Fall viel. Besonders ist es nicht, das ist halt zig Millionen Mal hergestellt, ne? Ja, das war's. Es geht weiter. So, es geht weiter, froh und munter. Der nächste Kandidat ist der Mercedes 280 SL von Noref. Ein sehr cooles Modellauto. Er kam jetzt hier auf dem Schrott, weil die Antenne fehlt. Die Windschutzscheibe ist abgefallen. Ein Scheinwischer fehlt. Das war's eigentlich, ne? Spiegel fehlen. Jo, das war's. Deswegen ist er auf dem Schrott gelandet. Warum ich den jetzt in dieser Schlacht hier Schlachtfest zerlege, ist, ich habe aktuell zu viele Mercedes. Deswegen sind auch heute 3 Mercedes dabei gewesen, weil ich muss einfach einen Mercedes-Bestand abbauen. Ja, sehr viel. Sehr viel Mercedes und deswegen müssen die jetzt dann glauben, ob die wollen oder nicht. So. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich will ja auch mal langsam mal feiern machen. Tun schon die Füße weh vom Stehen, ey. Für euch ist das jetzt ein durchgehendes Video, ne? Eine Stunde noch was geht jetzt, glaube ich, oder so. Für mich ist das jetzt, ich bin jetzt schon seit, Moment, ich gucke auf die Uhr. Seit 2,5 Stunden bin ich hier am Arbeiten. Und für euch ist das nur eine Stunde. Da muss ich noch das Video bearbeiten. Ja, das dauert auch ziemlich lange. So ein Videobearbeitungsprogramm ist nicht gerade so voll schnell. So, den Unterboden lasse ich diesmal komplett. Mal gucken, ob wie gut der ankommt. Weil die Felgen sehen jetzt nicht so besonders aus. Ich glaube nicht, dass die einer, die sich auf ein anderes Auto drauf knallen wird, als auf dieser hier. Ja.
und ich muss mir ein bisschen Zeit sparen. Zwei Autos warten nämlich noch, der BMW und der Ford. Da hält noch eine Schraube. So. Ja, die Motorhaube hält. Zack. Schönes Modell. Ich mag die Farbe, ne? Ich hab's momentan mit dem Kackbraun. Schöne Innenausstattung, keine Gurte, aber ich meine, da hat er Hüftgurte mal gehabt, ne, Beckengurt hat er mal gehabt eigentlich. Hinten hat er so komische Notfallablage, sage ich jetzt mal. Sonst eigentlich gar nichts. Ja, das war ja auch immer hier ein bisschen so knifflig mit dem Motor jetzt. Das war einfach nur eine schellige Platte, ne? So. Seht ihr? Das meinte ich mit einer schelligen Platte. Das ist nur so ein kleines Stückchen Motor. Das geht jetzt als komplettes Teil raus. In den Verkauf. Ich finde die Felgen, die Räder sind so groß geraten, das sieht so merkwürdig aus. Eigentlich habe ich die Motorhaube gelöst, aber mir geht der Kühler gerade als erstes ab. So, schön ist ja auch, dass immer alles hier so verschraubt ist. Da kann man immer ohne Angst haben, was kaputt zu machen, die Teile tauschen. So. Das nächste Schlachtfest ist auch schon vorbereitet. Das wird wahrscheinlich noch dieses Wochenende passieren. Momentan herrscht ja auch ein großer Ansturm auf die Ersatzteile. Und deswegen bin ich sowieso in Zugzwang mit neuen Ersatzteilen. Schönes Armaturenbrett, ne? Boah, auch hier die kackbraune Farbe übernommen mit dem Chrom. Bombe. So. Scheinwerfer kriege ich so nicht rausgedrückt, aber die Rücklichter. So. Rücklicht. Tankdeckel, Nummernschild. So, jetzt noch die Scheinwerfer und der schöne Benz hier ist Geschichte. Ein Scheinwerfer. Mach das hier so von der Innenseite aus, weil das ist dann die Seite, die man weniger sieht, wenn eine Macke am Chrom rankommt, so wie jetzt. Ach, geht doch. Perfekt. Das war's. Puh, zwei Stück noch. Preislich bewegt er sich so zwischen 50 und 120 Euro, je nachdem welche Farbe, ne? Der braune ist eigentlich der seltenste.
Der wird unter anderem auch manchmal auch über 200 € gehen. Ja, wirklich. Aber mir selber noch nicht passiert. Der war, glaube ich, auch irgendwo, habe ich den bei eBay oder irgendwie so ersteigert oder so. Naja, auf jeden Fall ging der nicht für den Kurs weg. Ja, wieder, braun ist die seltenste Farbe, aber nicht die schönste Farbe. Es gibt noch so ein geiles Himmelblau. Den habe ich, glaube ich, sogar im Shop drin. Das ist eine tolle Farbe. Und dann kommt blau, braun. So, das war's. Es geht noch zwei Modelle, dann habt ihr es geschafft. So, ihr habt es gleich geschafft. Vorletztes Modell, der BMW 1er M. Oder, ja, eigentlich heißt er M1, ne? Aber es ist ein 1er M. Weil M1 ist ja ein anderer BMW. So, das ist eigentlich kein Cabrio gewesen. Der hatte eigentlich mal ein Coupé-Dach gehabt. Aber wie ihr seht, Schrott. Paar Teile habe ich noch dazu bekommen. Das war's. Ein Modellauto, das schon seit Ewigkeiten bei mir im Shop rumvegetierte, ist jetzt endlich mal dran, über den Jordan geschickt zu werden. Ja, preislich ist dieses Modell stark steigend. Man kriegt die kaum noch unter 100 €. Und vor nicht mal allzu langer Zeit wurden die ja richtig verramscht, ne? Und das ist ja auch der Grund, warum ich auch so viele bekommen hatte zum Verschrotten damals. Weil einfach viele Leute sich nur die Felgen abgemacht haben und den Rest haben sie mir verkauft. Wie hier auch. Das war auch so einer. Nur, dass er da zusätzlich noch den Transportschaden hatte. So. Es ist ein Resin-Modell, hier geht leider nichts auf. Alternative ist ja noch der von Mini-Champs, da gehen ja wenigstens die Türen auf. So. Türgriffe. Rücklicht. Oh, guck mal, er hat direkt wieder festgeklebt. Zack. Und Nummernschilder sind auch schon weg. So. Die Rokorosse geht natürlich in den Schrott. Die wird nicht mehr weiter verkauft, weil ja, weil Schrott halt, ne? Okay, schon ab, ey. So. Fummelig, die Scheiße hier. Scheinwerfer geht, Inlet geht kaputt. Ja, das ist das Problem, wenn die so tief drin sind. Wenn die so tief drin sitzt in der Karosse, dann kommt die eigentlich fast nicht mehr dran, weil die sind ja noch zusätzlich noch verklebt da drin, ne? Kaputt gegangen. Bringt nichts. Das ist das Problem. Desto tiefer die in der Karosse drin sind, die Scheinwerfer-Inlets, desto schwieriger ist, die wieder rauszubekommen. Nieren. Die Kiemdinger hier. Ach ja, unterm Auspuff. Akkuschrauber. Das ist die Nummer 617 von 1000. Und ich glaube, GT Spirit hat ja immer 1000 Stück gemacht, ne? So. Ach, guck mal, die Rücklehne ist abgebrochen.
Schön, Heißkleber-Action hier. Aber er hat Gurte. Ich sehe schon mal Gurte. So. Gurte hat er schon mal, das ist cool. Also hinten hat er auf jeden Fall Gurte. Vorne sehe ich irgendwie keine. Komisch. Ja, B-Ware, ne? Ja, mal gucken, vielleicht mache ich nur die Sitze raus und der Rest geht weg. Jawohl. Und weg damit. Turmbrett, schön mit Navi an und drum und dran. Schön. Richtig schön. Da geht der Weg von alleine, ne? Gut, das war's. Komplett zerlegt. Rücklichter ab. Auspuff ab. Heißkleber ab. Das war's. Geht doch mal schnell. Fast 5 Minuten schon wieder, ey. Meine Fresse, ey. So, ein Modell habt ihr noch. Dann habt ihr es endlich geschafft. Es kommt nämlich der Ford Capri. So, Finale. Ja, Finale. Ford Capri. Ja, der ist jetzt als letztes gekommen, weil er als letztes auf den Schrott gekommen ist. Und er hat jetzt kein eigenes Video bekommen, weil er eigentlich schon fertig komplett zerlegt ist. Ne, wie ihr seht, ist das jetzt nur noch ein paar Teile abmachen an der Karosserie und dann ist man auch schon durch. Deswegen habe ich den nicht am Anfang genommen. Diese schöne ockerfarbene Innenausstattung, ne? Sogar mit Teppich. Keine Gurte, aber ein Teppich drin. Aber es sieht trotzdem geil aus. Boah, schön. Schön, schön, schön. Armaturenbrett auch ockerfarben. Perfekt. Viele von diesen Capris hier, die sind mit den defekten Achsen oder mit Zinkpest auf dem Schrott gelandet. Ich habe da noch mehr. Ich habe bestimmt noch 4 Stück oder so. Auch dieses gelb-orangene Ding da. Davon habe ich auch noch ein paar. Meistens brechen die schon die Motorhauben ab oder die Türen. Das ist so die Hauptproblematik. Und natürlich die Achsen. Die sind auch sehr labil. Oh, ein Rücklicht. Ein Rad fehlt. Weg. Stoßstangen. Unterboden fehlt, sehe ich gerade. Ah. Moment. Ah, stecken. So. Oh, Scheinwerfer ist auch noch da. Auspuff. Auch noch gut. Ein Scheinwischer. Yay. So, da fangen wir mal an, den Rest noch abzumontieren. Und dann habt ihr mich endlich erstmal quitt. Ich denke mal, morgen Abend mache ich Pause. Da kommen die ganzen Teile online. Samstagabend habt ihr mich wieder an der Backe. So. Viele kaufen natürlich die Türen von diesem Modell. Lackieren das ganze Modellauto um. Und retten meistens diesen RS da. Den Capri RS. Heißt ja so, komme jetzt nicht mehr auf den Namen drauf. Der Orangene mit den schwarzen Haube. Der wird dann meistens gerettet mit den Teilen von diesem Capri hier. Der Grüne komischerweise, der hat meistens nur die Motorhaube kaputt. So. Scharnier. Wir sind auch schon. Na komm schon. Vielleicht kommt der Freund der Dreme. Mal die Heckscheibe und die Seitenscheiben sind festgenietet. Wobei, ne, besser nicht. Bricht nur ab. Macht nur Ärger.
Fall, wozu habe ich den geremelt? So. Ja, 4 Minuten. Mehr gab es ja auch nicht hier an diesem Modell. Batterie noch raus. So. Ja, der Capri von Mini Champs. Schade, dass das Kofferraum der Klient nicht aufgeht. Blöd. Beim Escort haben sie es geschafft, beim Capri nicht. Blöd, blöd, blöd. Aber er gehört auch zu dieser K-Kollektionsmodelle. Ne? Das war ja diese mit dieser schwarzen Verpackung. Ne? Diese mit der Blister, mit dem Sichtfenster und so ein Scheiß. Kennt ihr bestimmt. Habt ihr bestimmt wieder vor Augen, wenn ihr die wieder dran denkt. Wie jetzt. Preislich ist dieses Modellauto steigend. Also zumindest ist die guten Modelle. Ne? Also die keine Zinkpest haben. Und so alles. Die gehen dann auch schon mal um die 100 Euro weg. Na, aber ist auch nicht so extrem. Na, also es, man hat auch manchmal Pech mit dem Modell, dann geht das so halt für einen Fuffi weg oder 60 oder 70 Euro weg. Wenn man richtig Glück hat, dann geht das für um die 100 Euro oder sogar noch mehr weg. Aber das ist eher Glück, ne? Und nicht normal. Ne? Also, wie gesagt, Risiko. Ja. Der orange-schwarze in gutem Zustand ohne Zinkpest geht auch für deutlich mehr weg. Dann gibt es den noch in Blau und Rot und Ocker und Flocker und Locker. Egal. So, ihr habt es geschafft. Ich bin durch. Ich bin wirklich durch. Wie lange hat es gedauert? Wir haben jetzt 2 Uhr nachts. Um 23 Uhr habe ich angefangen. 3 Stunden und 2 Minuten. Und ihr guckt eine Stunde oder sowas. Unglaublich, ne? Wie viel Arbeit drumherum immer passiert. So, das nächste Schlachtfest steht auch schon fest. Die nächsten Kandidaten stehen schon bereit. Ja, wird es die Tage kommen. So, danke fürs Zugucken, danke fürs Durchhalten. Ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt mir treu, lasst ein Abo da, lasst Kommentare da, schreibt, was ihr wollt. Danke fürs Zugucken. Bis demnächst. Ciao, Freunde.